Ja, wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen zu unserer zweiten Runde hier bei Facebook und bei YouTube sind wir auch. Kurze Anmerkung von mir. Marco, Stefan und ich sind tatsächlich nur zu dritt. Wir haben jetzt keine Armee im Hintergrund, die uns fleißig beim Moderieren des Chats hilft, aber wir versuchen alles so gut wie möglich hinzubekommen. Deswegen eine Bitte. Habt ein bisschen Geduld, ne? Lauft uns nicht gleich weg. Handball Barcelona Kiel fängt ja erst um 20.30 Uhr an. Schön, dass ihr alle da seid. Mein Name ist Konstantin Muffert. Ich bin Teil des Presseteams der DRF Luftrettung und ich bin total happy und freue mich, dass sowohl Stefan als auch Marco sich nach unserer Premiere im November auch heute Abend wieder Zeit nehmen, um ein bisschen hinter die Kulissen zu blicken und eure Fragen zu beantworten. Weihnachten haben wir geschafft. Deswegen mal als erste Frage, Stefan, Marco, wie war denn euer Weihnachtsfest? Von Marco weiß ich, der hatte Dienst. Genau, ich habe Heiligabend angefangen, meine Schicht zu beginnen, habe zum 27. gearbeitet. Es war relativ ruhig eigentlich an den Weihnachtstagen. Im Schnitt haben wir 2 bis 3 Einsätze geflogen, waren allerdings auch brisante Sachen dabei, aber es hielt sich in Grenzen. Wahrscheinlich war wirklich der Corona-Lockdown, hat dann übrigens dazu getan, dass es dieses Jahr nicht so schlimm war wie die sonst Weihnachten. Okay, Stefan, wie war das bei dir? Bei mir war es genau das Gleiche. Ich bin pünktlich zu Weihnachten dann in Dienst gegangen. Auch wir haben jeden Tag 2 bis 3 Flüge gemacht. Bei uns war aber wahrscheinlich mehr Arbeit da, als wir dann machen konnten, weil einfach die kurzen Tage uns einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht haben. Ja. Stefan, verrat uns doch mal, wo du gerade bist. Dein Wohnzimmer ist das nicht, ne? Nee, ich bin auf Arbeit, auf Station. Ja. Hier im Hintergrund unser Whiteboard. Ich dachte, das ist ein schöner Hintergrund. Genau. Alright. Ja, nochmal an alle, die uns jetzt zuschauen und zuhören. Wir sind natürlich auch wieder dabei, Fragen zu beantworten. Deswegen schreibt uns gerne, egal ob bei Facebook oder bei YouTube. Das bekommen wir alles auf dem Schirm. Und eine Frage, Marco, die geht gleich zu Beginn an dich. Das ist wahrscheinlich ein Themenbereich, der immer wieder aufpoppt, nämlich die Frage, wie man eigentlich Pilot wird und welche Alternativen es gibt, wenn man nicht zur Bundeswehr gehen möchte. Ja, damit hat man dann die Frage schon fast selbst beantwortet, zumindest die erste Frage. Also die meisten Piloten, die zur Luftrettung kommen, werden tatsächlich aus der Bundeswehr rekrutiert. Momentan ist es halt ein bisschen schwierig, weil dort auch die Flugstunden knapper werden und man da nicht mehr aus dem Vollen schöpfen kann. Man sagt also 1.500 Flugstunden im Jahr. 1.000 bis 1.500 Flugstunden sollte ein Rettungspilot haben, bevor er in den Rettungsdienst reinsteigt. Und das ist bei der Bundeswehr halt momentan kaum noch möglich. Ja, die Alternative wäre tatsächlich, seinen Schein privat zu machen und dann in einer Helikoptergesellschaft sich langsam hochzuarbeiten. Das heißt, hier die Ferienflüge zu machen, wahrscheinlich hier, ich sag mal, Rundflüge und damit seine Flugstunden zu sammeln. Und dann geht's los, ja. Und dann, wenn man genug Flugstunden hat, dann kann man sich bewerben. Okay. Gerade kam eine Frage rein, wie viele Hubschrauber ihr in Magdeburg habt. Naja, also jede Luftrettungsstation in ganz Deutschland hat immer nur einen Hubschrauber, der fliegen kann. Ist ja klar, da ist auch nur eine Crew da, die fliegt. Insofern kann auch ein Hubschrauber besetzt werden. Und insofern ein einziger Hubschrauber an jedem Standort. Okay, da kommt schon gleich die nächste Frage an dich. Das wird viele Technikfans interessieren. Am 23. Dezember, also vor wenigen Tagen, kam die erste Maschine mit 5 Blattrotor in Rhein-Münster an. Weißt du, ob ihr so eine Maschine nächstes Jahr auch in Magdeburg bekommen werdet oder wird das noch ein bisschen dauern? Also wir in Magdeburg haben eine H135, also eine EC135 T3H, heißt sie ja richtig. Und die gibt es momentan nur mit 4 Blatt, leider. Aber ich gehe ganz fest davon aus, dass die Zukunft auch der H35 eine 5-Blatt-Rotor-Geschichte schenken wird. Also
Frage, nein, werden wir nicht bekommen, weil wir eine Hanno 35 haben und da ist es erstmal nicht vorgesehen. Die 5-Blatt-Geschichte gibt es nur für die H145. Alles klar. Übrigens als Information an alle Zuschauerinnen und Zuschauer, das Thema 5-Blatt-Rotor wird im Januar ein größeres Thema werden. Also deswegen bitte ich da auch ein bisschen Nachsicht, dass ihr da noch ein paar Tage warten müsst. Da möchten wir den Kollegen jetzt auch nicht vorgreifen. Marco, der Philipp fragt, wie hoch sind die englischen Anforderungen für einen DRF-Piloten? Englisch perfekt in Wort und Schrift? Fragezeichen. Also man sollte in Englisch schon ziemlich gut sein, weil ja alle Vorschriften, alle technischen Dokumentationen des Hubschraubers in Englisch geschrieben sind. Und auch die Fliegerfachsprache ist Englisch, wobei sich das Fliegerfach tatsächlich ziemlich unterscheidet zwischen dem normalen Englischen. Da sind also sehr viele Fachbegriffe, die man so im normalen Englischen, Schulenglischen nicht beigebracht bekommt. Aber es ist auf jeden Fall absolut von Vorteil, wenn man gut Englisch kann, definitiv. Ansonsten hat man wirklich ein Problem, die Vorschriften und die Publikationen zu lesen. Ja, nur auf der anderen Seite denke ich mir, wenn man das wirklich will, wird man das ja auch lernen, richtig? Das ist ja absolut. Jetzt nicht. Genau. Ja. Absolut. Ja, ja, genau. Also da kann ich mir Ihnen empfehlen, dass einfach, was weiß ich, das Internet ist da voll mit englischsprachigen Sachen, dass man sich Filme auf Englisch anguckt, dass man sich englische Dokumentationen anhört, dass man englische Fachpresse einfach mal liest, irgendwelchen Politikern auf Englisch mal zuhört, wie die so reden, das hilft ungemein. Gut, dann fragen wir mal andersrum. Wie warst du, wie gut war dein Schulenglisch? Also mein Schulenglisch war schon gar nicht mal so schlecht. Oh. Ja. Und dann war ich natürlich, habe ich den Vorteil gehabt, dass ich ja bei der Bundeswehr meinen Schein gemacht habe und dort gab es ja die Fliegerfachstufen Englisch. Man hat normales Englisch bekommen. Das heißt, wir haben ungefähr 1,5 Jahre lang wurden dort in Englisch unterrichtet bei der Bundeswehr. Das war schon ein echter Vorteil. Und dann mein zweiter großer Vorteil war natürlich, dass ich knapp 3 Jahre in Kanada gelebt habe nach meiner Bundeswehrzeit und dort in Kanada auch geflogen bin. Und in Kanada spricht man, mindestens in dem Teil, wo ich gelebt habe, in Vancouver Island, also British Columbia, da spricht man einfach Englisch. Und das hilft ungemein, wenn man dort längere Zeit gelebt hat, dass man dann auch des Englischen sehr mächtig ist. Alles klar. So, damit der Stefan uns jetzt hier nicht wegnickt. Stefan, eine Frage an dich. Und zwar kam eben die Frage auf, inwieweit Corona die Einsatzzahlen verändert hat. Ich nehme mal stark an, ich finde jetzt leider gerade die Frage nicht wieder, dass die Person meint, fangen wir mal andersrum an. Wie hoch ist das Einsatzvorkommen aktuell bei Patienten, die Corona haben? Ja gut, da bin ich wahrscheinlich ein kleines bisschen vorgeschädigt, weil wir auf dem Christoph 111 ja im Moment ausschließlich Corona fliegen. Dafür sind wir ja auch da. Zu den Einsatzzahlen allgemein ist es schon so, dass jetzt über den Sommer weniger Corona-Fälle vorkamen, weniger Corona-Transporte. Man hat es in den Einsatzzahlen natürlich auch bemerkt, dass die Urlaubssaison völlig ausgefallen ist, gerade bei Standorten, die Urlaubsgebiete sind. Alles in allem ist mein Kenntnisstand jedoch, dass die Einsatzzahlen übers Jahr gesehen so ähnlich sind wie die letzten Jahre auch. Alles klar. Und hier kommt eine spezielle Frage. Julika fragt, hattet ihr inzwischen schon mal Kinder, die Corona hatten, die ihr geflogen habt? Also wir persönlich auf dem Hubschrauber nicht, nein. Alles klar. Ja. Und Hauke fragt, gibt es Chancen als Freelancer in dem HEMS-Bereich zu rutschen? Ja gut, es kommt natürlich darauf an, in welchem Bereich jetzt Pilot oder Notfallsanitäter. Ich denke, das ist aber eine Frage, die muss man dann mit der Personalabteilung direkt absprechen. Da kann ich jetzt persönlich keine Auskunft drüber geben. Mir ist zumindest keiner bekannt. Ja, danke euch. Eben kam die Frage auf, Marco, ob du auch auf dem Christoph 114 eingesetzt wirst. Für alle, die das vielleicht nicht mitbekommen haben, die DRF Luftrettung hat kurz vor Weihnachten in Bautzen eine zweite Maschine installiert, da die Corona-Zahlen im Freistaat Sachsen ja in die Höhe geschnellt sind, leider.
und der 114er soll dort die bestehende Crew entlasten. Marco, weißt du, ob du dort auffliegen wirst? Ja, genau. Also das ist ja so der Christoph 62, ist ja die normale Bauzahnmaschine. Fliegt jetzt ausschließlich eigentlich die Corona-Transporte, also der quasi der Stefan macht, der Epi-Shuttle. Er kann das Wort wahrscheinlich schon nicht mehr hören. Und der zweite Hubschrauber, der jetzt in Dienst gestellt worden ist, genau wie er schon sagte, richtig, der Christoph 114, und der wird halt besetzt von in Anführungsstrichen ganz normalen Piloten, die sonst auch ihren Stationsdienst an ihren Stationen machen. Und ja, ich fliege auch irgendwann Mitte Januar, glaube ich, fliege ich dort in Bautzen und helfe dort aus. Okay. Und meine anderen Kollegen auch. Ne? Ja, alright. Besten Dank. Also die Frage kam auch von Benedikt, dem nicht klar war, ob es zwei Hubschrauber sind. Ja, Benedikt, es sind zwei. Ne? Christoph 62 und der 114er. Genau, und der 62er ist eine Hano 45 und der Christoph 114 ist eine EC-135. J.D. Frederiksen, ich hoffe, das habe ich richtig ausgesprochen, möchte von Stefan wissen, wie sind deine Erfahrungen mit dem Epi-Shuttle? Also ich bin absoluter Fan vom Epi-Shuttle, das gebe ich ganz offen zu. Ich denke, es ist wie mit allem in der Rettungsmedizin, man braucht halt ein kleines bisschen Übung damit, wobei man jetzt im Moment im Winter tatsächlich sagen muss, dass es schwierig ist, aufgrund der kurzen Tage, weil so ein Epi-Shuttle-Transport doch etwas länger dauert, weil man halt einfach mehr Vorbereitung braucht und alles. Und da haben wir jetzt echtes Problem, dass wir oft das Epi-Shuttle einfach aus Zeitgründen nicht mehr nehmen können, weil es halt zu schnell dunkel wird. Aber sonst bin ich ein absoluter Fan vom Epi-Shuttle, vom Handling, ist super toll. Und sowohl die Sicherheit von der Crew als auch vom Patient ist super gut. Mhm. Die Frage geht noch weiter. Wäre das, sofern es jemand zahlt, für den bodengebundene Verlegung auch sinnvoll? Also ein Epi-Shuttle? Ja gut, die Frage, ich denke, das muss jeder Rettungsdienst für sich selber klären, ob ihm das wert ist. Ich weiß, dass es wohl einige Rettungsdienste gibt, die sich dieses Epi-Shuttle jetzt privat in Anführungszeichen angeschafft haben über Spenden oder sonstiges. Es kommt wahrscheinlich auch immer darauf an, wie das Einsatzaufkommen bezüglich jetzt im Moment Corona oder dann auch Zeit nach Corona dann andere Infektionstransporte ist. Ich würde jetzt aber sagen, für irgendwelche multiresistenten Keime und Krankenhauskeime ist das Epi-Shuttle definitiv überdimensioniert. Okay. Marco, hier möchte jemand etwas über deine Vergangenheit wissen, falls du das beantworten möchtest. Und zwar, wo du bei der Bundeswehr eingesetzt warst. Ja, also ich habe angefangen bei der Bundeswehr ganz normal in Bückeburg an der Heeresflieger Waffenschule, habe dort meine Ausbildung gemacht und bin dann direkt nach Schleswig-Holstein gekommen, vom Heeresfliegerregiment 6 auf der BU-1D, der Teppichklopfer. Da bin ich, jetzt muss ich kurz mal rechnen, zum 1901, da bin ich fast 10 Jahre geflogen auf dem Teppichklopfer und bin dann wieder zurückgegangen zur Waffenschule als Fluglehrer und habe da knapp 7 Jahre den Nachwuchs ausgebildet auf der BU-1D. Und war dann eigentlich vorgesehen für den Fluglehrer auf dem NA90, aber der kam zu spät, da habe ich dann schon gekündigt. Okay. Aber das war schnell, kurz und knapp, oder? Absolut. Und Nick möchte wissen, wie man dann zu DRF kommt, wenn man den Pilotenschein hat. Ja, indem man sich bewirbt, das geht eigentlich relativ einfach. Also einfach nicht unbedingt, aber zumindest die Bewerbung ist relativ einfach geschrieben. Indem man sich einfach, wenn man die Ausbildung durchlaufen hat und seinen Schein genug Flugstunden hat, bewirbt man sich bei der Luftrettung und hat einen tollen Arbeitgeber, wenn man da genommen wird. Okay. Gibt es denn da irgendwelche Feinheiten? Also letztendlich auf unserer Internetseite findet man ja alles. Ich blende das mal ein, ne? Hier seht ihr drf-luftrettung.de/karriere. Da findet ihr auch die unterschiedlichen Anforderungsprofile, auch für HEMS. Und vielleicht interessiert sich der eine oder andere ja auch für den Ambulanzflug. Das wollen wir mal nicht vergessen. Und ansonsten kann man sich eigentlich gut auf solche Tests vorbereiten. Stefan, vielleicht auch an dich, weil ich könnte mir vorstellen, das interessiert
ja auch andere. Ich höre ja immer wieder, dass es da ein Assessment Center gibt. Kann man sich da ganz gut drauf vorbereiten oder gibt es da auch immer so ein paar Schlupflöcher, in denen man versucht, vielleicht mal mit jemandem wie euch beiden zu telefonieren oder eine E-Mail zu schreiben, dass es ein paar Tipps gibt, die man sonst nicht findet? Also ich glaube, da bin ich der falsche Ansprechpartner. Ich bin das unterste Licht. Ich bin ganz normaler Mitarbeiter. Ich habe null irgendwie mit der Personalauswahl zu tun. Klar kann ich irgendwelche Tipps geben, wie das Assessment Center abläuft. Im Endeffekt ist, glaube ich, aber die beste Vorbereitung auf dieses Assessment Center, dass man sich während seiner kompletten Laufbahn einfach fit hält, fachlich fit, körperlich fit. Und das sollte man ja eigentlich eh machen, egal ob man jetzt zur Luftrettung möchte oder nicht. Und von daher bereitet man sich da von selbst schon vor. Ah, okay. Das ist auch ein gutes Stichwort. Das wurde noch gar nicht gefragt. Also von Marco weiß ich, und ich glaube, das darf ich auch verraten, dass er gerne Volleyball spielt. Aber wie haltet ihr euch denn fit? Naja, also ich habe das große Glück oder ja, den großen Vorteil, dass ich nur 3 Kilometer von der Station entfernt wohne. Das ist echt nicht schlecht, das haben wir die wenigsten. Das heißt, mein Auto steht zu 90% in der Garage, ja, trocken und sicher. Und entweder jogge ich zur Arbeit und jogge wieder zurück. Und die anderen Tage fahre ich mit dem Fahrrad zur Arbeit, fahre wieder zurück. Und ja, wie gesagt, Volleyball spiele ich in der Liga, momentan natürlich leider nicht. Das hält ich auch extrem fit. Und ja, gesund ernähren, vielleicht auch nicht schlecht. Ja. Nicht Alkohol, wie rauchen, Konstantin. Ja. Und welchen Konstantin meinst du? Mich kannst du nicht. Ich trinke hier Wasser und habe in meinem Leben noch nicht geraucht. Tut mir leid. Ist ja sehr gut, sag ich doch. War doch nur positiv gemeint. Also wie gesagt, viel Sport machen, genau. Viel rausgehen an die frische Luft ist immer gut. Allein schon der Spaziergang reicht da schon, um sich ein bisschen fit zu halten. Die Leute, die nicht gerne laufen oder Fahrrad fahren. Und auf die Ernährung achten. Ganz einfach. Oder also, Stefan, als Mediziner musst du auch was sagen können hier. Ja, also ich habe ein Netflix-Abo, ein Amazon Prime-Abo. Ich habe alle Rocky-Filme angeschaut und alle Karate-Filme. Okay, passt. Ja. Wunderbar. Markus möchte gerne wissen, ob Verlegungen von Corona-Patienten auch ohne Epi-Shuttle möglich sind. Die Frage könnte ich jetzt auch beantworten, gebe ich aber an die beiden Experten weiter. Natürlich sind die möglich. Wir haben jetzt bei uns speziell auf der Station sind im Moment knapp 60% Epi-Shuttle-Transporte und die restlichen 40% werden ganz normal ohne Epi-Shuttle transportiert, so wie wir es ja auch vor Epi-Shuttle-Zeiten schon gemacht haben. Da legen wir dann natürlich noch mehr Wert auf die Sicherheit von der Crew, indem wir dann einfach spezielle Vorbereitungen treffen. Und um es kurz und knapp zu sagen, ja. Man muss ja auch wissen, glaube ich, um das noch ein bisschen zu ergänzen, dass die meisten Corona-Patienten ja auch intubiert beatmet sind, wenn sie verlegt werden. Und in einer intubierten Patienten ist halt auch schon ein geschlossenes System, wo es eigentlich so nicht unbedingt austreten kann. Ja, oder Stefan? Ja, wir haben auch vereinzelt schon wache Corona-Patienten transportiert. Das ist dann aber immer eine Einzelfallentscheidung und wird auch im Team dann entschieden, wie man das dann handhabt. Also auch das ist möglich. Ist aber trotzdem noch die kleinste Anzahl an Patienten. Aber jetzt mal Hand aufs Herz. Ich meine, wir sind ja hier fast unter uns. Also wir gucken gerade 180.000 Leute zu. Scherz, nicht ganz. Aber was mich persönlich zum Beispiel wirklich ärgert, und ich bin ja nicht wie ihr, sag ich mal, diesem Risiko ausgesetzt, weil ich bin derjenige aus der Presseabteilung. Aber mit was für einem Gefühl ist man denn jetzt im Job, wenn man halt auch Gefahr läuft, sich tatsächlich zu infizieren? Ist es dann irgendwann so, dass man sich sagt, ich will das jetzt in Anführungsstrichen ausblenden, weil ihr könnt das Risiko ja nur dahingehend, sage ich mal, reduzieren, indem ihr alle Schutzmaßnahmen vornehmt? Ja, genau. Also vielleicht fange ich mal an. Also bei uns, glaube ich, an den Tagstationen, die ja die Primärrettung vornehmlich machen, ist es extrem wichtig, sich zu schützen. Also ne, Minimum FFP2-Maske. Nur das, was wirklich rein muss zum Patienten, geht auch zum Patienten. Weil wir ja nie wissen vor Ort, ist der Patient infiziert oder nicht.
viele Patienten wissen ja selbst von sich nicht, ob sie infiziert sind, weil sie entweder symptomlos gerade sind oder wie gesagt, sich nicht testen lassen haben und einfach eine Erkältung haben und vielleicht doch keine Erkältung ist. Das heißt, wir sind da tatsächlich ziemlich stark betroffen und dementsprechend gehen wir damit auch um und schützen natürlich dementsprechend, ganz klar. Stefan wird es auch nicht sein, bloß der weiß bei den meisten Fällen, dass er gerade einen Corona-Patienten transportiert, ja. Ja, ich glaube, das ist auch der große Vorteil bei uns. Wir wissen ja, was auf uns zukommt. Wir schützen uns. Wir haben unglaublich viel Schutzmaterial hier, das wir zur Verfügung gestellt bekommen haben. Also meine persönliche Meinung ist, dass da wahrscheinlich jeder bodengebundene Rettungsdienst das deutlich schwieriger hat als wir jetzt zumindest auf dem Christoph 111, die ja die komfortable Situation haben, dass wir uns im Vorfeld schon schützen können. Okay, Nicole Merkel möchte wissen, die Frage geht an dich, Stefan, wo in der Region, jetzt weiß ich natürlich nicht, Nicole, welche Region du meinst, kann man die Ausbildung zu deinem Beruf machen? Machen das auch viele Frauen? Also man kann es bei jeder Rettungswache eigentlich inzwischen machen, in jedem Rettungsdienst. Jeder Rettungsdienst freut sich jederzeit über Bewerbung. Und es sind sehr, sehr viele Frauen in letzter Zeit, die die Ausbildung machen. Also wirklich, du hast ja gesagt, wir sind unter uns. Von daher kann man es auch ehrlich sagen. Ich war früher immer froh über jeden männlichen geeigneten Bewerber, den wir dann noch gehabt haben, weil die Auswahl an Frauen einfach deutlich größer war. Das ist ja interessant. Und ist das schon länger so? Ich bin ja jetzt auch nicht unbedingt gerade der Älteste. Aber du bist doch nicht mehr der Jüngste. Ja. Das war ein Seitenhieb auf uns, glaube ich, Konstantin. Ja. Ich fühle mich nicht angesprochen. Ich bin nicht angesprochen. Ich bin irgendwas dazwischen. Ja. Nee, also früher war es eigentlich ausschließlich ein Männerberuf. Ich weiß auch, dass am Anfang, als die ersten Frauen in den Rettungsdienst kamen, das kenne ich aus Erzählungen jetzt noch, dass es da sehr viel Widerstand gab. Aber solange ich im Rettungsdienst bin, gab es eigentlich schon immer Frauen. Und ich hatte jetzt auch noch nie Probleme, mit Frauen zusammenzuarbeiten. Okay. Danke dafür. Hier kommt eine Frage von Helispotter Nordfriesland. Die geht an euch beide. Was haltet ihr von Helispottern, die euch bei der Landung und beim Start fotografieren? Also ich persönlich hatte überhaupt kein Problem mit. Ich mag Helispotters, weil die eigentlich, sie ist eine Berufung von den Leuten, die das machen. Und die haben eigentlich enormen Respekt vor unserer Arbeit und wissen, wie sie sich zu verhalten haben. Da sind die Leute am Einsatzort manchmal viel, viel schlimmer. Insofern ist uns jeder Helispotter herzlich willkommen, weil der weiß, wer sich zu benehmen hat. Die sind alle höflich, die halten Abstand, die fotografieren nur dann, wenn sie auch meinen, sie können gerade fotografieren. Herzlich willkommen. Okay. Stefan, wie ist das bei dir? Ja, ich bin jedes Mal immer wieder begeistert, was die für super coole Fotos machen. Ich versuche mich da ja auch immer mal wieder Fotos zu machen, aber bin da irgendwie völlig untalentiert. Ich bin jedes Mal begeistert, was die für ein unglaubliches Wissen auch haben über die Hubschrauber. Ja. Deshalb, also jeden Spotter, den ich bisher kennengelernt habe, von dem habe ich unglaublich viel dazugelernt über Hubschrauber. Ah, wow, ja. Florian Müller möchte wissen, das geht an dich, Marco, was sind die meisten Einsätze auf dem Christoph 36? Ja, also ich würde mal sagen, wie eigentlich jeder Tagstation sind internistische Notfälle tatsächlich unser Hauptaugenmerk, für die wir fliegen. Das heißt also zum Beispiel Schlaganfälle, Herzinfarkte, Luftnot, Unterzuckerung zum Beispiel. Das macht so Hälfte unserer Einsätze aus, wenn nicht sogar schon fast zwei Drittel der Einsätze. Dann haben wir bei der Magdeburg beim Christoph 36, dadurch, dass wir die Nähe zur A2, A14, zur B1, B71, B81, B6, B6N und die neue Autobahn, ich glaube A36 heißt die, haben wir viele Verkehrsunfälle dabei. Genau. Aber das ist bei uns so ein bisschen was Besonderes, dadurch, dass wir wirklich direkt am Straßennetz dran sind, also am wirklich schnellen Straßennetz. Ja. Das meiste sind tatsächlich internistische Notfälle. Das ist immer noch das Hauptaugenmerk, wo wir hinfliegen. Okay, jetzt kommt noch eine Frage, die geht auch an dich von Christian Langer. Gibt es ein Höchsteintrittsalter für Piloten? Da ist mir
keiner bekannt. Ich hoffe jetzt nicht, dass mich meine Abteilung Flugbetrieb jetzt steinigen wird, aber ich glaube nicht, dass es ein Höchstalter gibt. Es gibt ein Höchstalter, mit dem man noch fliegen darf. Das ist bei uns die momentan magische Grenze von 60 als Pilot, als alleiniger Pilot in einem Cockpit. Wenn man länger, also bis 65 fliegen möchte, müsste man sich psychologischen Tests unterziehen und medizinischen Tests. Die medizinischen Tests kommen sowieso alle halbe Jahre davon mal ab, aber doch so besondere Tests. Ansonsten ist mit 60 erstmal Schluss. Das heißt, ich würde mal sagen, bis man ausgebildet ist, supervisioniert ist, also eingewiesen ist in der Rettungsfliegerei, dann würde ich mal sagen, so 56, 57 wird es langsam eng dann, weil noch 3 Jahre zu fliegen ist halt nicht mehr so viel. Aber mir ist keine Höchstaltersgrenze bekannt, wo man dann einsteigen dürfte. Alles klar. Inga möchte gerne wissen, was ihr in der Zeit macht, wo ihr nicht fliegt. Spielt ihr Karten oder Ähnliches? Stefan, fang du doch mal an. Ja, wir haben eine Waschmaschine, wir haben eine Küche. Also es gibt jeden Tag Tagesaufgaben, die erledigt werden müssen. Normalerweise schafft man die auch relativ gut in der Zeit, in der nicht geflogen wird. Und falls dann doch noch etwas Zeit über ist, dann ist man gesellig beieinander und fachsimpelt. Genau, also wenn so ein Einsatz jetzt beendet ist, quasi für das Auge des Betrachters beendet ist, in dem wir gelandet sind, ist ja natürlich unsere Arbeit noch längst nicht vorbei. Ja? Das heißt, der Hubschrauber muss wieder aufgetankt werden, da wird immer wieder geschaut, ob alles in Ordnung ist, ob da nichts kaputt gegangen ist, was man vielleicht nicht gesehen hätte bei einer Landung oder so etwas. Dann muss der Einsatz in das System eingegeben werden. Es muss das Material wieder aufgefüllt werden. Das heißt, der Medizin, also der HEMCC und der Arzt haben auch zu tun. Ich glaube, ich hatte schon gesagt, der Hubschrauber muss auch mal wieder betankt werden. Die Scheiben müssen sauber gemacht werden im Sommer. Das heißt, nach jeder Landung müssen wir auch die Scheiben wieder reinigen, dass wir da klare Sicht nach draußen haben und auch alles erkennen können, was uns entgegenkommt. Und wenn dann wirklich mal Zeit ist, ist tatsächlich einfach mal Ruhe auf der Couch angesagt, wenn man einfach mal runterkommt, wieder runterfährt vom Einsatz, den vielleicht nochmal nachbespricht, auch im Team, wenn es vielleicht ein bisschen schwieriger Fall war oder auch etwas, was einem persönlich ein bisschen näher gegangen ist. Auch das muss ja gemacht werden. Und dann wird einfach mal der Fernseher angemacht und auch mal einen Film geguckt oder die Nachrichten geschaut oder der Fernseher ist aus und man ruht sich einfach mal aus, ja, dass man wieder runterkommt und einfach auch für den nächsten Einsatz wieder fit ist. Ein Schlaraffenland in Magdeburg, oder? Das habe ich jetzt nicht gehört. Was hast du gesagt? Kann ich bei euch anfangen? Hier kam gerade noch eine sehr interessante Frage an Stefan von J.D. Frederickson. Ich glaube, ihr kennt euch. Fehlt dir der bodengebundene Rettungsdienst manchmal, zum Beispiel, wenn es einen im Sommer nach einem spontanen Eis gelüstet? Das kann man ja nicht. Man kann ja nicht mal eben rechts ranfahren, ne? Und sagen, lass mal eben eine Tüte Eis ziehen. Ja, das stimmt. Aber ich denke, alles hat seine Vor- und Nachteile, sowohl der bodengebundene Rettungsdienst als auch der Luftrettungsdienst. Und ich bin eigentlich ziemlich zufrieden im Moment da, wo ich bin. Alles klar. Die nächste Frage könnt ihr, glaube ich, beide beantworten. Patrick fragt, habe jetzt oft beobachtet, dass ein Besatzungsmitglied beim Start der Triebwerte draußen steht. Was hat das für einen Grund? Und warum wird oft nach dem Start nach hinten geflogen? Ja, vielleicht fange ich da mal an. Oder Stefan, möchtest du? Mach komm, du, alles okay, gut. Ja. Also das ist ein ganz normaler Vorgang, der eigentlich jetzt irgendwie nicht neu ist. Vielleicht weiß ich, was der Patrick meint, ob das jetzt irgendwas Neues ist. Das war schon immer so. Und zwar ist immer ein Besatzungsmitglied, steht draußen und überwacht den Triebwerksstart. Das hat die folgende Bewandtnis, dass wirklich, wenn jetzt mal ein Triebwerk Feuer fangen sollte, da irgendetwas eine Fehlfunktion sein sollte, dass auch wirklich alles mit dem Rechten zugeht und kein Material beschädigt wird. Der zweite Grund hat natürlich auch, wenn wir jetzt irgendwo gelandet sind, wo noch Publikumsverkehr sein könnte, dass aufgepasst wird, dass wirklich alle Leute stehen bleiben bei dem Startvorgang und auch bei unserem Abflug und dass dann keiner dann zu dem Hubschrauber hingeht und vielleicht verletzt werden könnte. Und deswegen steht dann immer einer draußen und der steht immer dann auf der Seite, wie das Triebwerk gerade angelassen wird. Wir haben ja, falls das nicht jeder weiß, 2 Triebwerke, egal welcher Hubschrauber es ist, wir haben alle 2 Triebwerke und je nachdem, welches Triebwerk gerade zuerst angelassen wird, dort steht dann auch der STC oder der Notarzt und überwacht den Startvorgang. Okay, jetzt hast Entschuldigung, vielleicht habe ich es gerade überhört, aber hast du erklärt, warum nach hinten oft weggeflogen wird?
Nein, das war der zweite Teil der Frage, ja. Genau, das ist ein Sicherheitsstart. Wenn man jetzt nach hinten startet und ein Triebwerk sollte ausfallen, eine bestimmte Entscheidungshöhe, bei der man entweder weiterfliegen kann, weil man schon genug Höhe hat, oder man hat noch zu wenig Höhe, müsste jetzt wieder sofort landen. Und das ist genau der Grund, warum man rückwärts startet. Wenn ich jetzt zurückkomme, das sehen, ja. Wenn ich jetzt rückwärts hoch starte und jetzt ein Triebwerk ausgeht, kann ich einfach wieder den Pitch langsam senken und ich komme wieder genau dahin, wo ich gestartet bin. Wenn ich jetzt vorwärts fliegen würde, ich hätte vor mir schon irgendwelche Gebäude und jetzt geht ein Triebwerk aus, würde ich mit der Vorwärtsfahrt runtergehen und eventuell in den Wald, in ein Gebäude rein fliegen, was wir natürlich nicht wollen. Und deswegen ist dieser Rückwärtsstart, ne, er geht hoch, Triebwerk fällt aus und du kannst einfach wieder ganz normal auf deinen Landeplatz, wo du gestartet bist, wieder landen. Das ist der Grund, warum wir rückwärts starten. Alles klar. Hier kam gerade eine interessante Frage von Aaron, die geht an dich, Stefan. Wie ist es, wenn man selbstständig keine medizinischen Entscheidungen mehr fällen darf, weil es ist ja jetzt auf dem Rettungsflieger immer ein Notarzt dabei. Vermisst man das? Also vermisst du das? Also die Frage, die wird sehr, sehr oft gestellt. Ich habe aber, seit ich hier bin, noch kein einziges Mal das Gefühl gehabt, dass ich selber nichts entscheiden darf, weil hier in der Firma das Team unglaublich im Mittelpunkt steht und es werden alle Entscheidungen immer zusammen getroffen. Deshalb klar, die letzte Entscheidungsgewalt hat immer Notarzt jetzt im medizinischen Bereich. Aber es wird eingefordert, dass man Bedenken äußert. Und es gab auch schon oft Fälle jetzt inzwischen, wo ich dann doch nicht meine Entscheidung getroffen habe, aber trotzdem zum Erfolg vom Einsatz beitragen konnte. Und deshalb habe ich, wie gesagt, noch nie das Gefühl gehabt, dass ich nicht selbstständig irgendwas entscheiden kann oder das vermisse oder sonst irgendwas. Ich muss sogar ehrlich zugeben, ich habe teilweise das Gefühl, dass ich jetzt mehr entscheiden kann, als ich es davor durfte, konnte, wie auch immer. Alexander möchte noch wissen, ob ihr mittlerweile regelmäßig auf Corona getestet werdet. Wir haben an jeder Station haben wir Schnellteste, also an jeder Station sind Schnellteste vorhanden. Und je nach Bedarf, würde ich das mal sagen, testen wir uns. Unser Krankenhaus, in dem wir in der Nähe stationiert sind, bietet das auch an. Und wenn man jetzt ankommen würde, man hätte jetzt einen leichten Schnupfen, kann man sich sofort natürlich testen lassen, ganz klar. An seinen ersten Dienstag und sagt, Mensch, ich möchte einfach jetzt mal wieder mich testen lassen, geht das auch? Ja, wir testen uns eigentlich regelmäßig. Ja, Stefan, wir haben bei uns in Rhein-Münster eine Corona-Teststation und da können wir uns eigentlich täglich testen lassen, wenn wir wollen, auf freiwilliger Basis natürlich. Marco, hier wurde eben die Frage gestellt, ob Magdeburg eine 24-Stunden-Station sei. Das seid ihr nicht, aber was müsste denn praktisch passieren, damit Magdeburg eine 24-Stunden-Station werden könnte? Ja, also genau, wir sind eine Tagstation, wie eigentlich jede Primärstation auch eine Tagstation ist. Und das heißt, wir starten mit Sonnenaufgang, jedoch nicht vor 7 Uhr Ortszeit, bis zum Sonnenuntergang. Und wenn wir jetzt eine 24-Stunden-Station sein sollten, dann bräuchte ich natürlich mehr Personal. Das ist eigentlich alles. Wir brauchen mehr Piloten, wir brauchen mehr Hemd-CCs, bloß der Arzt, der bleibt der gleiche. Aber die Frage ist, dass der Pilot und der Hemd-CC halt ein Crew-Member sind, also ein Teil des Hubschraubers, und damit unterliegen die anderen Vorschriften, anderen Richtlinien, und haben dort Flugdienst und Ruhezeiten, die man einhalten muss. Und dadurch können wir nicht 24 Stunden lang fliegen. Das dürfen wir nicht. Sag mal, hier kommt von Erik eine Frage zum Hubschrauber-Typ. Gibt es gravierende Unterschiede beim Fliegen einer EC-135 im Vergleich zu A-145? Ja gut, da bin ich im Prinzip raus, weil ich habe nur Berechtigung für die EC-135 und die H-135. Und daher kann ich das nicht beantworten. Also ich würde sagen, ja, klar, weil die H145 ist eine Pika 117 und die H135 ist eine EC135. Das sind schon mal zwei verschiedene Hubschraubermuster. Deswegen wird es definitiv einen Unterschied geben, ganz klar. Aber wenn die Frage vielleicht lautet, Unterschied zwischen EC135 und H135, dann gibt es so gut wie keinen Unterschied. Außer, dass die H135 ja einen Vierachsen-Autopiloten hat und sehr stark stabilisiert ist. Das heißt, alle Eingaben, die ich sonst als normaler Pilot machen muss, die man so gelernt hat, ne, wenn ich also den Stick da vorne, also wenn ich schneller fliegen will, muss ich gleichzeitig auch was mit meiner Hafteinstellung des Hubschraubers machen.
Das alles macht die Hannover 35 für mich alleine, automatisch. Das heißt, ich will schneller fliegen und im Prinzip, wenn ich den Output eingeschaltet habe, hält er alles von alleine. Okay. Würde ich mich jetzt sozusagen ein bisschen der Lächerlichkeit preisgeben, wenn ich so einen Vergleich anführen würde, wie eine H35 ist vielleicht vergleichbar mit einem bestimmten Automobiltyp? Nicht näher, genau. Also ich habe zum Beispiel, es gab ja hier auch ein paar Fragen, die habe ich euch noch gar nicht gestellt. Die gute BK117 wird ja immer wieder vermisst, ja, und da hat mir mal ein Pilot gesagt, naja, das ist schon praktisch wie so ein guter alter Porsche nach dem Motto, zwar eine alte Kiste, aber da weiß man, was man hat. Und bei den neuen Hubschraubermustern ist alles voll mit Elektronik, was ja sicherlich eine große Arbeitserleichterung ist. Aber ich könnte mir vorstellen, gerade bei den erfahrenen Piloten, die eben die alten Kisten noch kennen, vermisst man sowas dann hin und wieder mal? So eine gewisse, wie nennt man das? Back to the basics, meinst du? Back to the roots. Ja. Ja. Naja, ich sag mal, so ein einfaches Cockpit, da steigt man ein. Also ich habe da mal gelernt auf der Alouette 2. Wer sie nicht kennt, sollte sie mal googeln. Er hat, ich glaube, nur 5 Instrumente im Cockpit vorne, das war's. Und hat dadurch viel, viel Sicht nach draußen. Aber genau wie du schon sagtest, die modernen Hubschrauber sind natürlich vollgestopft mit Elektronik, vollgestopft mit Instrumenten, wobei das eigentlich wiederum nicht, weil sie hat dann nur noch Monitore, Schirme, auf denen alle Instrumente halt digital abgebildet sind. Das ist eine wahnsinnige Arbeitserleichterung und deswegen vermisst man das eigentlich überhaupt nicht. Natürlich ist es wahr, dass ich bin auch vor die Bello 1D geflogen, auch die hat ja ein analoges Cockpit gehabt, zu meinen Kleinen zumindest noch. Das ist schon was anderes, ja, da sitzt du drin und fliegst mit dem Oldtimer. Deswegen sind wir alle heilfroh, dass wir jetzt solche modernen Hubschrauber haben, die uns wesentlich in der Arbeit unterstützen. Und deswegen, nein, ich will nicht zurück zu den alten Hubschraubern. Weil man darf ja nicht vergessen, ihr fliegt ja nicht zum Spaß, auch wenn das Fliegen Spaß macht. Ne? So ist es, absolut. Und da ist wirklich jede Unterstützung, die der Hubschrauber dir bringt, Gold wert, ganz klar. Alles klar. Stefan, hier kam eben eine Frage auf zum Thema Dienstzeiten. Die sind für euch Hems identisch wie für die Notärzte, richtig? Wie viele Stunden dürft ihr maximal arbeiten? Nee, wir haben das Problem, dass wir ja die flugbetriebliche Aufgaben mit übernehmen als HEMS-TC und dementsprechend passen sich unsere Dienstzeiten eher den Piloten an. Weil wir als Crewmitglied den Flugdienst in Ruhezeiten mit unterstellt sind und dementsprechend sind wir mehr den Piloten angepasst als den Notärzten. Aber okay. Ich habe schon mal erwähnt, genau, dass der HEMS-TC ist ja auch ein Crewmitglied, genau wie der Pilot. Und der unterliegt genau den gleichen Flugdienst- und Ruhezeiten der Pilot. Das heißt, die beiden haben völlig identische Arbeitszeiten. Alles klar. Aber könnt ihr das mal konkretisieren? Ja, jetzt geht's los. Hast du einen Flipchart da oder irgendwas? Genau, eben. Alles ist ähnlich. Eigentlich ist es sau kompliziert, aber ich bring's mal auf den Punkt. Wir dürfen Tage nicht mehr als, also generell nicht mehr als 10 Flugdienststunden verbringen. Diese Flugdienststunden rechnen sich halt daraus, dass wir in der Arbeit sind, wir fliegen, wir landen, wir müssen Einsätze eingeben. All das zählt mit zur Flugdienstzeit. Die wird erst unterbrochen, wenn man länger als eine Stunde keine Tätigkeiten auf der Station macht, dann würde sie unterbrochen werden. Das heißt also, wenn wir 10 Stunden durchgehend unterwegs sind, mit Einsatz eingeben, dann ist unser Limit schon erreicht. Okay. Und wir dürfen maximal 15 Stunden 30 an Arbeitszeit haben. Die ist ja klar, ne? Man beginnt um 6.30 Uhr und um spätestens 22 Uhr ist meine Arbeitszeit voll und ich darf nicht weiterarbeiten. Und deswegen auch die Begrenzung Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang, jedoch nicht vor 7 Uhr Ortszeit. 6:30 Dienstbeginn, 7 Uhr ist Einsatzbeginn, ne? Die Maschine muss davor fertig gemacht werden, gecheckt werden, die Mediziner müssen ihre medizinischen Sachen checken, 7 Uhr ist Einsatzbeginn und dann 22 Uhr spätestens müssen wir aufhören zu arbeiten. Und ich höre auf, wenn der Pilot sagt, dass er nicht mehr darf. Das finde ich am einfachsten. Okay, Stefan, du müsstest bitte mal ein bisschen näher kommen, bei dir gibt es manchmal Tonprobleme, wird mir signalisiert. So. Also ich höre Stefan ganz schön laut, also okay, aber gut. Ist das ja, vielleicht ist auch mein Dialekt, der als Tonproblem irgendwie...
Was für ein Dialekt. Hochdeutsch. Rainer möchte wissen, wie groß der Radius für die Station ist, die nachts fliegen. Also ich habe gerade mal parallel geguckt, in Bautzen, auch eine 24-Stunden-Station, sind es zum Beispiel bis zu 70 Kilometer. Das ist, kann man, glaube ich, generell sagen, der maximale Einsatzradius, richtig? Stefan, willst du? Kennst du auch kaum du. Also im Endeffekt, ich denke, das ist eine Sache von der Ausschreibung, wie viele andere Hubschrauber verfügbar sind und dann natürlich auch, ob es noch sinnvoll ist, einen Hubschrauber überhaupt zu rufen, weil je nachts dauert es ja länger, bis man dann wirklich da ist. Man braucht größere Flächen zum Landen und alles. Und mein Kenntnisstand ist, dass man nachts jederzeit einen Hubschrauber überall hinbestellen kann. Die Frage ist halt, ob es dann irgendwann noch sinnvoll ist von den Anflugzeiten. Ja, genau. Also um das vielleicht mal ganz einfach zu erklären. Die Tagstation hat einen Radius von 70 Kilometer, dann sollte die nächste Station greifen. So ist da die Luftrettung in Deutschland aufgebaut. Alle 70 Kilometer sollte eigentlich ein Hubschrauber stationiert sein. Das ist das System der Luftrettung in Deutschland, was wirklich ein tolles System ist, weltweit auch, glaube ich, einzigartig in der Dichte, die wir das haben. Daraus erklärt sich schon, dass unser Einsatzradius eigentlich 70 Kilometer sind. 24-Stunden-Stationen. Das sind ja meistens Überlegungshubschrauber. Die haben natürlich einen unbegrenzten Radius, weil wenn zum Beispiel der Stefan jetzt einen Covid-19-Patienten hat in der Nähe von was ist, Karlsruhe und das nächste Beatmungsbett, was jetzt gut frei wäre, wäre in Hamburg, dann würde Stefan von Karlsruhe nach Hamburg fliegen. Ohne ich dass alleine. Das, ja, genau, du alleine. Ihr habt ja Audi-Piloten drin. Ja, ja. Mit Epi-Shuttle. Ja, genau. Insofern haben die 24-Stunden-Stationen natürlich einen ganz anderen Radius. Aber für die Primärrettung macht es, wie Stefan ja auch schon gesagt hat, manchmal dann auch, oder nicht, was heißt manchmal, macht es dann auch keinen Sinn mehr, weil wir für 70 Kilometer ungefähr 15 bis 20 Minuten brauchen. Und das Rettungsgesetz sagt auch ganz klar, wann ein Notarzt bei den Patienten zu sein hat. Und wenn wir jetzt viel, viel länger bräuchten, eine halbe Stunde, 35, 40 Minuten, bis der Notarzt erst beim Patienten wäre, das wäre ja eine viel zu lange Spanne für viele Verletzungsarten. Ja. Insofern schießt sich schon daraus der Kreis 70 Kilometer und dann ist Schluss. Kommt der nächste Hubschrauber. Oder der bodengebundene Rettungsdienst. Benjamin möchte wissen, das kann Stefan sicherlich auch beantworten, wie es sich bei längeren Verlegungsflügen verhält. Könnt ihr da an jeder Station in Deutschland tanken? Also auch zum Beispiel eine ADAC-Station oder vom BMI? Ja, da gibt es normalerweise Abkommen. Man ist da ja ziemlich freundschaftlich und von daher ist das normalerweise kein Problem, dass man da in anderen Stationen tankt. Ist normalerweise auch immer eine Sache von der Planung. Wenn man weiß, dass es längere Flüge sind, dann ruft man da normalerweise vorher auch an und gibt dann schon mal Bescheid, dass man demnächst kommt und da dann zum Tanken kommen muss. Ja, okay. Oliver möchte wissen, das kann ausnahmsweise ich jetzt mal direkt beantworten, wie lange der 114er in Bautzen stationiert ist. Oliver, das ist erstmal für 90 Tage mit dem Freistaat Sachsen vereinbart. Und wenn der Bedarf länger andauert, dann wird das sicherlich noch mal zwischen DRF Luftrettung und der Landesregierung verhandelt. Marco? Ja? Thomas möchte wissen, wenn nachts geflogen wird, auch wenn wir wissen, dass du ja nicht Pilot einer Nachtstation bist, aber du kennst ja die Abläufe, wer entscheidet über die Örtlichkeit der Landung? Und wer entscheidet, wo ausgeleuchtet wird? Hat da der Pilot das letzte Wort? Okay, wo ausgeleuchtet wird, da haben wir im Prinzip wenig Mitspracherecht, wenn uns das während des Fluges erwischt, weil wir das gar nicht mehr so schnell koordinieren können. Der Pilot, der Kommandant an Bord, hat immer die Verantwortung für die Landung. Und wir sind sehr, sehr dankbar, gerade die ganzen vielen freiwilligen Feuerwehren, die dann schon mal gucken, Mensch, da ist ein Sportplatz, da kann der Pilot sicher landen und die richten dort schon einen Landeplatz ein. Sind wir super dankbar, aber wie gesagt, letztendlich hat immer der Pilot die Entscheidung, wo er sicher landen kann. Da gibt es halt ganz, ganz viele Einflüsse, die darauf wirken und wir sind für alles andere sind wir dankbar, aber der Pilot hat die Entscheidung. Das führt mich aber zu einer Frage, die ich dir, glaube ich, auch schon mal gestellt habe, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass unsere Zuschauerinnen und Zuschauer das auch spannend finden. Denn ich habe mich total gewundert, dass es immer wieder vorkommen soll,
dass egal zu welcher Tageszeit sich Personen dem Hubschrauber nähern, selbst wenn noch nicht alle Rotorblätter stillstehen. Also jetzt nochmal, das kann man, glaube ich, gar nicht oft genug sagen, Verhaltenstipps, wenn der Hubschrauber gelandet ist. Was sollte man als Passant nicht, auf keinen Fall tun? Ich habe ja schon gesagt, also auf keinen Fall sich dem Hubschrauber nähern. Diese Rotorblätter, wenn sie ganz normal stehen, haben eine Höhe, die einem normalen Menschen, ich sag mal so, normaler Menschen, also ein Mensch, der nicht gerade 2,20 Meter, 2,30 Meter groß ist, nicht treffen würden, aber Windböen durch irgendwelche, kann so ein Rotorblatt auch schon mal auf 1,40 Meter runterkommen. Oder aber wir sind an einer Steigung gelandet, wo halt das Gelände aufsteigend ist. Auch dann kommt ja der Rotor durch die Ebene auch runter und es wird echt saugefährlich. Also bitte, bitte, bleibt Minimum 50 Meter Abstand zum Hubschrauber, wenn wir landen. Erstmal haben wir einen wahnsinnigen Luftdurchsatz. Das heißt, so die Horde von 3 zum Beispiel hat 5 bis 6 Tonnen, die Luft verdrängen und runterpustet. Und 6 Tonnen Luft, die dir entgegenkommen. Die kann normaler gebauter Mensch kann das wegstecken, wenn man sich dagegen drückt. Aber kleine Kinder, ältere Menschen, die werden von uns tatsächlich weggepustet. Und da wir das natürlich nicht machen, müssen wir wirklich wieder durchstarten und einen neuen Landeplatz suchen. Das heißt, wenn Leute wirklich in der Nähe des Landeplatzes kommen und wir sehen das, werden wir auf jeden Fall dort nicht landen, weil wir die Leute nicht in Gefahr bringen wollen. Und da ist natürlich ein echtes Problem. Das heißt, wir starten durch und die Zeit, wo wir dann zum Patienten kommen, verzögert sich. Durch den Menschen, der da einfach den Landeplatz einfach näher rankommt, um zu gucken, Mensch, ey, super, dann ein Hubschrauber, ja. Also 15 Meter Abstand halten ist schon eine gute Abstand. Stefan, wie siehst du das? Habt ihr das auch so? Ja. Zur Not komme ich Kampfswaut dann und tackle euch nieder. Genau. Stefan, die Kampfswaut. Julika möchte wissen, ob viele Feuerwehren Leuchtpunkte zum Ausleuchten haben. Dadurch würden ja dann weniger Personen benötigt. Die Frage habe ich nicht ganz verstanden. Was ist Leuchtpunkte? Na, ich nehme mal stark an, das ist im Grunde genommen eine Art Positionslampe, ne? Ach so, okay, sowas. Julika, vielleicht, wenn du uns jetzt gerade hörst, vielleicht kannst du die Frage mal konkretisieren. Ich glaube zu wissen, was du meinst, aber ich war leider bei so einer Landung noch nie dabei. Deswegen bin ich glaube, das kann ich beantworten. Es gibt vereinzelt im Umkreis von Nachtstationen Feuerwehren, die diese Zusatzausrüstung haben. Es hat sich jetzt aber noch nicht wirklich flächendeckend durchgesetzt. Also ein Großteil ist wirklich noch ganz normal, einfach mit einer normalen Ausleuchtung. Ja. Alles klar. Marco, die Frage geht an dich. Florian möchte wissen, ob du lieber mit Autopilot fliegst. Ja, also wie ich das vorhin schon sagte, tatsächlich ist der Autopilot, der 4-Achsen-Autopiloten, den wir haben, eine super Sache und den nutze ich. Alles, was weiter als 5 Minuten weg ist, schalte ich tatsächlich Autopiloten dazu, weil ich einfach viel mehr Ressourcen frei habe. Das heißt, ich kann mehr nach draußen schauen, ich habe mehr den Blick, den Fokus nach draußen und gucke, ob da andere Luftfahrzeuge uns in den Weg kommen könnten und ob irgendwas gefährlich ist. Ich habe mehr Ressourcen, dass ich einfach schaue, wo sind Hindernisse. Also ja, ich schalte mit Autopiloten sehr, sehr oft ein. Okay. Fliegt ihr länger als 5 Minuten auf einer Primärstation? Ey, du! Aber ich höre da nur leichten Neid raus, oder? Weil wir so verdammt schnell sind. Ja. Okay. Stefan, vorhin hat jemand, es tut mir leid, ich habe mir den Namen nicht gemerkt, angemerkt, dass der Stern-TV-Beitrag nicht nur sehr interessant war, sondern dass du da auch eine gute Figur abgegeben hast. Jetzt können wir es ja verraten. Stefan nimmt heimlich Schauspielunterricht. Nein, das ist gelogen. Und das am 29. Dezember. Aber wir haben tatsächlich vorhin unter uns dreien hier mal kurz drüber geredet. Stefan, wie ist das, wenn man von einer Kamera begleitet wird? Ist es so, dass man die dann irgendwann gar nicht mehr merkt? Oder ist es auch schon mal, kommt man sich auch schon mal beobachtet vor? Naja, also es ist auf jeden Fall eine andere Situation, wie wenn man jetzt ohne Kamera unterwegs ist. Der Kollege, der war ja Anfang des Jahres auch schon mal mit dabei. Da war es für mich wirklich eine komplett neue Situation,
wo ich auch echt am Anfang ein bisschen Probleme hatte, mich drauf einzustellen. Jetzt beim zweiten Mal war es super gut, wobei man da auch ehrlich sagen muss, wir hatten unglaublich Glück mit unserem Redakteur. Der war sehr pietätvoll und hat sich auch super gut ins Team mit eingefügt. Von daher war es dann vor allem beim zweiten Mal wirklich eher ein zusätzliches Teammitglied, wie das ja irgendeine Belastung war oder sonst irgendwas. Und da vergisst man dann die Kamera schon mal zwischendurch. Ja, auch an der Stelle, denke ich, können wir alle sagen und nochmal ein großes Dankeschön an die Redaktion von Stern TV. Das ist leider keine Selbstverständlichkeit. Das kann ich mit Fug und Recht behaupten, weil ich selber mehr als 20 Jahre auf der redaktionellen Seite gearbeitet habe. Und darüber hinaus, nicht, dass da falsche Gedanken aufkommen, der Redakteur wurde natürlich vorher getestet, denn das ist klar, dass auch für Externe die gleichen Hygienestandards gelten wie für unsere eigenen Crewmitglieder. Du wirst hier gerade von Alexander nochmal gelobt, Stefan, dass du das sehr professionell gemacht hast. Ja, ja, definitiv, ja. Jetzt hat der Stefan einen Lauf. Stefan, wenn es den 111er nicht mehr gibt, was machst du dann? Das Gleiche, was ich auf dem 111er mache, nur auf einem anderen Hubschrauber. Okay. Ja. Also ich bin fest angestellt bei der DRF-Luftrettung. Von daher wird es für mich immer einen Job geben, egal ob es den 111er jetzt gibt oder nicht. Aber der kommt nach Magdeburg. Genau, nach Magdeburg, da wo man auf dem Sofa schlafen kann. Gell? Wir haben ja sogar Zeit, Fernsehen zu gucken, da habe ich gehört. Genau. Ja. Okay. Falls der Stefan das... Nein, das geht gar nicht an Stefan, das geht an Marco. Marco, hier taucht eine Frage auf, ob du auch schon mal eine gefährliche Situation in der Luft erlebt hast. Gefährlich. Ja, also natürlich... ist der Luftraum in Deutschland relativ voll und man hat schon mal so eine gefährliche Annäherung, dass vielleicht ein Luftfahrzeug, das ankommt, einen nicht so richtig gesehen hat. Also richtig, richtig gefährlich hatte ich Gott sei Dank, noch nicht. Aber es gab natürlich, gibt es brenzlige Situationen. Ich meine, ich fliege seit über 30 Jahren und wenn ich da jetzt sagen würde, ich habe noch nie eine brenzlige Situation gehabt, dann würde ich echt lügen. Aber die sind alle gut ausgegangen und die kommen auch Gott sei Dank nicht täglich vor. Und jetzt nochmals, wir fliegen mit saumodernen Hubschraubern bei der DRF-Luftrettung. Die bringen auch schon viel, viel Sicherheit mit. Mhm. Phil möchte wissen, wer den Vogel runterbringt, wenn dem Piloten medizinisch was passiert. Ist der Hems dann für eine Notlandung ausgebildet? Ja, die Frage ist, genau. Mach gut, Stefan. Auf der Maschine von Marco und mir geht es relativ gut, weil durch den Vierachs-Autopilot, der kann zur Not auch von sich aus landen und alles, da ist die Überlebenswahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, auch wenn es sicher nicht die schönste Landung wird. Ja, und jetzt, um nochmal ein bisschen auszuholen, ist es in Deutschland leider wie vieles sehr bürokratisch und mit den rechtlichen Grundlagen sehr, sehr schwierig als in anderen Ländern. Das heißt, rein rechtlich darf der MCC gar nichts machen, weil er keinen Pilotenschein hat. Der ist kein Pilot. Natürlich setzt die Notsituation setzt alle Regeln außer Kraft. Aber das Problem allein schon, diesen MCC auszubilden am Autopiloten, ist rechtlich gar nicht erlaubt. Das heißt, da sind wir wirklich in einem sehr rechtsunsicheren Raum, der gerade von der DR-50 auch nochmal überprüft wird. Aber momentan ist es so, dass wir einen MCC nicht ausbilden dürfen. Und natürlich kriegt er das mit, wenn wir am Autopiloten was einschalten. Ich meine, die sind ja... unheimlich intelligent, ne Stefan? YouTube. So ist es, genau, absolut. Natürlich sieht er, was wir machen im Autopiloten und sieht ja auch, was da gedrückt wird. Insofern hat er auch die Fähigkeiten, diesen Hubschrauber dementsprechend dann auch mit dem Autopiloten wahrscheinlich runterzubekommen. Aber rechtlich gesehen darf er keine Ausbildung momentan bekommen. Ich hoffe, da wird sich in den nächsten Jahren was tun. Julika möchte wissen, ob ihr, wenn ihr Kinder transportiert, auch immer einen Elternteil mitnehmen könnt. Jetzt kommt die kleine Maschine in Magdeburg wieder. Fang du an. ja, also die Frage war, ob wir Eltern, wenn ein Kind sich verletzt hat, ein Kind wird transportiert, ob Eltern mitkommen, oder das war die Frage, ja? Ja. Also ein Elternteil auf jeden Fall. Für zwei Elternteile haben wir keinen Platz in der HM 35.
Ja, also wir nehmen auf jeden Fall, wenn es die Verletzung des Kindes erlaubt, tatsächlich, wenn wir nicht ein Kind haben, was so schwer verletzt ist, dass wir da mit dem Kind um das Leben kämpfen, dann ist ein Elternteil im Hubschrauber eher kontraproduktiv, weil man sich dann auch um das Elternteil kümmern muss. Klar, weil die sich ja andere Sorgen machen, wenn das Kind da gerade versorgt wird. Aber wenn das Kind soweit stabil ist, nehmen wir auf jeden Fall immer ein Elternteil mit, weil es ja auch allein schon auch wieder da richtige Fragen im Krankenhaus gibt mit der Versorgung. Und wenn da das Kind durch Mama oder Papa begleitet wird, ist auch das Kind viel, viel ruhiger. Also auf jeden Fall nehmen wir immer einen Elternteil mit, wenn es die Situation erlaubt. Und die Eltern das wollen natürlich. Ja, wir zwingen keine Mutter oder Vater in den Hubschrauber einzusteigen. Jay möchte wissen, warum sitzt der Pilot eher rechts und nicht links? Und dann anschließend kann der Pilot sich auch anders hinsetzen. Rückwärts. Nein, entschuldige. Das hatten wir beim letzten Mal, habe ich auch schon mal geklärt. Der Hubschrauberpilot sitzt tatsächlich nur deswegen eigentlich rechts, weil man hat ja drei Steuerorgane. Man hat vor sich den chirurgischen Verstellhebel, mit dem man vorwärts, rückwärts fliegt. Man hat die Pedale, mit dem Hubschrauber auf der Stelle dreht. Man hat auf der linken Seite hat man den kollektiven Verstellhebel, mit dem man hoch und runter fliegt. Und der ist halt wirklich links neben meinem Bein. Und wenn ich jetzt links sitzen würde, ist er immer noch links. Das heißt, ich müsste jedes Mal, um einzusteigen, Hubschrauber über den kollektiven Stellhebel rübersteigen, um Hubschrauber reinzukommen. Und das ist eigentlich der Grund, warum man beim Hubschrauber rechts einsteigt, weil dann dieser Hebel, der dann stören würde, den Einstieg stören würde, der ist einfach links und stört mich nicht beim Einstieg. Das ist der Grund, warum man rechts einsteigt. Und natürlich sind auch links Kontrollhebel und natürlich kann auch links der Pilot sitzen. Und da muss er halt bloß jedes Mal über den kollektiven, also über den Pitch rübersteigen. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Gerücht ist oder woher das kommt. Auf jeden Fall möchte Robert wissen, ich glaube, das kann Stefan gut beantworten. Stimmt es, dass Patienten zum Flug immer weggespritzt werden? Nein. Mit weggespritzt heißt wahrscheinlich sediert, richtig? Wahrscheinlich Beruhigungsmittel, ja. Also das stimmt definitiv nicht. Ist auch ziemlich schnell beantwortet, die Frage, denke ich. Absolut. Es werden keine unnötigen Medikamente gegeben, ganz klar, ja. Oder ist Stefan der Fachmann? Absolut. Alright. Ich soll dich von einem Konstantin fragen, das bin nicht ich, Marco, ein anderer Konstantin, ob du dich an e deinen ersten Soloflug erinnerst. Ja, ich glaube, den vergisst kein Pilot. Und in welcher Maschine das war. Ja, das war die Alouette 2. Das war damals ja der Ausbildungshubschrauber der Bundeswehr. Und da erinnere ich mich noch ganz, ganz toll dran. Da hat man wirklich das, man darf auch nicht vergessen, also das Schweben mit dem Hubschrauber ist der schwierigste Zustand, den ein Hubschrauber erreichen kann und den man auch sehr, sehr lange lernen muss. Ja, das Halten des Hubschraubers an einem Punkt ist sehr, sehr schwer. Gerade wenn er dann im Schwebezustand, mit dem Hovern ist. Und ich glaube, den vergisst kein Pilot. Aber das fand ich auch interessant. Das heißt, selbst wenn beide Triebwerke ausfallen, ist eine sichere Landung möglich. Richtig? Ja, unter bestimmten Voraussetzungen, ja, genau. Das nennt man ja eine Autorotation. Das heißt, die Triebwerke gehen aus, man hat keinen Auftrieb mehr, der Hubschrauber stürzt erstmal ab. Und das ist wie bei so einer Windmühle am Fahrrad. Das kennt man nur so als kleines Kind, ich weiß nicht, wer es erkennt. Da hat sich mal eine Windmühle gedreht. Und die hat sich gedreht, weil Luft dort durchströmt. Das macht der Wind ja auch, wenn wir runtergehen. Dreht die Rotorblätter weiter und zwar so stark, dass wir tatsächlich die Rotorblätter auch abbremsen müssen. Also, wenn man genug Geschwindigkeit hat, genug Höhe hat, ist eine sichere Landung und natürlich auch eine Landemöglichkeit hat am Boden und nicht gerade in einer Großstadt landen müsste, ist eine sichere Landung auf jeden Fall gewährleistet. Aber es hat halt bestimmte Faktoren, die da eine Rolle spielen. Aber grundsätzlich auf jeden Fall ja. Wie fühlt man sich dann? Ich weiß, du hast mal verraten, das wird ja geübt, in dieser Übungssituation. Ist das totale Routine oder ist man da schon sehr angespannt? Also, wie gesagt, ich habe erzählt, ich war ja Fluglehrer zu meiner damaligen Zeit und ich bin in meinem Leben schon, was weiß ich, 5.000 bis 10.000 Mal abgestürzt. Und da hat man wirklich eine Routine entwickelt. Und der DRF-Luftrettung, wir müssen ja jedes Jahr in den Simulator rein und dort geht die Maschine, da geht kaputt, was alles kaputt gehen kann. Und da wird man halt auch wieder getrimmt und konditioniert, dass man die Notverfahren beherrscht.
Und deswegen fühlt man sich schon sicher, auf jeden Fall. Das kann Stefan bestimmt beantworten. Kevin möchte wissen, was haben die weißen Blinkleuchten an Landeplätzen bzw. Stationen zu bedeuten? Die seien meistens am Gebäude oder am Dach. Ja, das ist einfach eine Kennzeichnung, dass da der Landeplatz ist, dass man den aus der Entfernung auch gleich findet. Und Jay möchte noch wissen, ja, Jay war wahrscheinlich beim ersten Mal nicht dabei, wie deine Ausbildung aussah, Stefan. Du bist ja. Ich bin ganz normaler Notfallsanitäter. Ich habe einen Rettungsassistenten gemacht, dann die Weiterbildung zum Notfallsanitäter. War knapp 10 Jahre im ganz normalen Rettungsdienst und bin dann vor 1,5 Jahren zur DRF-Luftrettung gewechselt. Übrigens können wir, glaube ich, verraten, Stefan hat Silvesterdienst. Vorhin tauchte die Frage auf, ob ihr dann auf Station irgendwie nett zusammensitzen könnt. Das können wir natürlich auch ohne Silvester. Mit irgendeinem Hütchen und mit Wunderkerzen. Ich habe mein Hütchen ja schon auf, das ist als Vorbereitung dann für Silvester. Okay. Ja, also natürlich wollen wir zusammen feiern, aber das machen wir auch so ohne Silvester immer. Es wird kein anderer Tag als sonst. Wundervoll. Felix möchte wissen, das ist übrigens auch eine sehr nette Frage, danke Felix, wie viele Fördermitglieder der Verein hat, also der Verein der DRF Luftrettung, der übrigens durch seine Spenden einige Sachen ermöglichen kann, die natürlich auch die Ausrüstung betreffen und damit die bestmögliche medizinische Versorgung. Der Verein hat um die 400.000 Fördermitglieder. Marcel hat gerade geantwortet, ja, da waren wir ja zum Glück einer Meinung, 400.000. Aber wir freuen uns natürlich über jede und jeden, der dazukommt, ist übrigens auch sicherlich eine gute Sache, wenn man Familie hat. Jetzt ist zwar dummerweise Weihnachten vorbei, aber sowas kann man ja auch gerne mal verschenken. Ist vielleicht eine gute Idee. Ja. Ich bin auch Mitglied. Absolut. Vielleicht sollte man da mal ganz kurz ausholen. Also die Luftrettung in Deutschland ist im Prinzip nicht kostendeckend. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, ist aber deswegen, also die Krankenkassen zahlen ja die Grundversorgung des Hubschraubers. Aber wie das schon Konstantin gesagt hat, haben wir natürlich jede Menge Equipment dabei, die immer auf dem neuesten medizinischen und technischen Stand ist. Und wir haben viele Sachen dabei, die ja auch immer wieder ausgetauscht werden müssen. All das sind Kosten, die zusätzlich entstehen. Und daher ist man einfach auf Fördermitglieder und Spenden natürlich angewiesen. Und wie du schon sagtest, jeder, der Mitglied bei der DRF Luftrettung wird, hat einen ganz, ganz tollen Beitrag dazu bei, dass wir wirklich auf dem neuesten Stand bleiben können und auch wirklich immer den modernsten medizinischen Stand im Hubschrauber haben. Also vielen, vielen Dank für alle da draußen, die Mitglied bei der DRF Luftrettung sind oder die auch ein Fördermitglied sind, was ja wirklich mehr Geld auch noch beanschlagt. Da können wir nur tausendmal Danke sagen und wir freuen uns über jedes Mitglied. Und das kann ich sagen, das ist ein super Geschenk, eine Mitgliedschaft zu verschenken. Die ist nicht teuer im Jahr, die ist nicht teuer. Ich glaube, man hat natürlich auch den Vorteil, dass man, wenn man mal im Ausland erkrankt und zurückgeholt werden muss aus medizinischen Gründen, auch der Learjet, der DRF Luftrettung, diesen Patienten auch abholt. Ja? Insofern, wir danken jedem Mitglied da draußen dafür, dass er uns unterstützt. Ja, das ist ein Versprechen, ne? Der DRF Luftrettung, wer Mitglied ist, wird auch, und das muss ich sagen, ich bin jetzt seit Mai dieses Jahres dabei, schon erstaunlich, egal ob man in Thailand ist oder auf den Kapverden, man wird halt zurückgeholt, wenn es medizinisch erforderlich ist. Übrigens ein kleiner Tipp, wer sich jetzt vielleicht zwischen den Jahren auch noch mal langweilt, guckt doch mal auf unserer Homepage vorbei. Da findet ihr ganz viele Informationen, ne? drf-luftrettung.de. Es gibt auch einen tollen Jahresbericht. Beispielsweise gibt es dort eine Geschichte, eine Rückholung einer Frau, die wir aus Bangkok zurückholen mussten. Und das wäre auch nicht möglich gewesen,
wenn die Dame nicht Mitglied bei uns gewesen wäre. Und kurz, das fand ich halt selber auch wirklich erstaunlich. Jeder von uns, der gesetzlich versichert ist, kennt das vom Arzt, ne, dass es gewisse Leistungen gibt, die die Ärztin oder der Arzt anbietet, wo es aber völlig normal ist, mittlerweile, dass es heißt, das kostet. Und vielleicht kannst du, Stefan, noch mal kurz das konkretisieren. Das hat mich nämlich selber überrascht, dass ein Reanimationsgerät eben auf einem Hubschrauber nicht selbstverständlich ist, dass so ein Gerät aber wirklich Menschenleben rettet. Kannst du mal erklären, wie so ein Gerät funktioniert? Ja, also man muss dazu sagen, ich weiß nicht, wie es in anderen Bundesländern ist, aber bei uns in Baden-Württemberg ist inzwischen selbstverständlich, dass dieses Gerät benutzt wird. Die Besonderheit ist, dass wir sie schon deutlich länger eingesetzt haben, bevor sie Pflicht in Anführungszeichen wurde, diese Reanimationshilfe. Und an sich ist das Gerät nichts anderes wie ein Stempel, der auf die Brust von dem Patienten aufgesetzt wird und automatisch dann die Herzdruckmassage von dem Patienten übernimmt. Damit zum einen unglaublich effizient arbeitet, weil das Gerät, dem geht die Kraft nicht aus wie einem normalen Menschen. Und zum anderen setzt natürlich wieder Ressourcen frei und die gibt es bei der Reanimation eh immer viel zu wenig. Und ja. Da gerade zu dem Thema Spenden, weil mir viel geeinigt ist, wurde jetzt schon dreimal gefragt, also nicht hier, sondern mich persönlich dreimal gefragt, wo ich dieses Shirt her habe. Auch das ist eine Art der Unterstützung der Berufshaltung. Wir haben einen richtig schönen Shop, in dem man wirklich, oh, guck, da siehst du, also hier seht ihr das da. Genau dieses Shirt hier, ich kann mich mal rumdrehen, ist ja auch verdient, schön anzusehen, glaube ich, oder? Das gibt es für sogar wenig Geld der Fluchtrettungsschaufel-Shop und mit jedem Einkauf, den man dort tätigt, also man kauft nicht nur ein super schönes Geschenk, man unterstützt dann die DR Fluchtrettung. Eine super Sache und ich glaube, das Shirt kostet 16 Euro. Super schöne Qualität und einfach auch ein Hingucker, glaube ich, für jeden, der einfach ein Hubschrauber-Fan ist oder auch ein DRF-Fan ist, ja. Und auch wieder, damit können wir es auch unterstützen. Kauft einfach mal im Shop was ein, hängt euren Liebsten was Tolles von der DR Fluchtrettung, schick aus und unterstützt uns. So, vielen Dank, Marco. Danach wurde ich gerade auch gefragt, und zwar gibt es natürlich auch zum Thema Spenden Informationen auf der Homepage drf-luftrettung.de/de/retten/spenden. Da gibt es auch unterschiedliche Möglichkeiten. Man kann natürlich auch online spenden. Man kann dort alle Unterlagen anfordern, wenn man sich für eine Mitgliedschaft interessiert, und findet da eben auch die detaillierten Infos. Okay. So, der Michael hat das jetzt mehrfach versucht und jetzt lese ich es auch vor. Das ist aber tatsächlich sehr speziell und jetzt bin ich gespannt, Marco, ob du das beantworten kannst. Okay. Pass auf, der Michael hat die DHTTT nachgebaut und würde gerne wissen, mit wie viel Grad Pitch die Original BK-117 B2 in der Regel abhebt. Okay, also die Antwort muss ich tatsächlich schuldig bleiben, weil ich ja kein BK-117-Pilot bin und da wirklich nichts zu sagen kann. Ich fliege die EZ-35 und die H-135 und ich kann dazu wirklich überhaupt nichts sagen. Vielleicht können wir das mal aufschreiben, Konstantin, und wir fragen mal einen BK-117-Piloten und schicken das dem, den Namen mal aufschreibst, weiß aber bei Facebook ist, vielleicht die DR-Flugzeug nochmal eine Antwort geben. Helfe natürlich gerne. Also ich, wenn jemand so etwas nachbauen möchte und da irgendwelche Daten haben möchte, können wir da gerne helfen. Und aber da brauchen wir einen BK-117-Pilot, der Auskunft geben kann. Also das bitte auch nochmal als grundsätzliche Info für euch alle da draußen. Wir können leider nicht alle Fragen beantworten, werden aber versuchen, die Fragen, die offen geblieben sind. Oliver hat zum Beispiel eine Frage gestellt zu den NHC-Helikopters. Ja, das ist eine Tochterfirma der DRF Luftrettung. Oliver, bitte ich um Nachsicht, da sind wir jetzt echt nicht drauf vorbereitet. Übrigens auch nochmal
Ein großes Danke an Stefan und Marco, die machen das nämlich gerade hier in ihrer Freizeit. Und nicht, weil sie sich langweilen, sondern weil sie das gerne machen und weil wir uns ehrlich gesagt auch tierisch gefreut haben, dass das Interesse so groß ist und auch im November so groß war. Also auch dafür vielen Dank. Und jetzt wiederhole ich mich, Fragen, die offen bleiben, werden wir versuchen im Nachgang zu beantworten. Und genau, ihr wurde nämlich auch eben im Chat angemerkt, dass zwei BK-117 noch in Emden bei NAC-Helikopters fliegen. Alright. Oliver kann es nicht erwarten. Oliver würde gerne wissen, wann wir das nächste Live-Video machen. Wissen wir nicht. Ich sage jetzt einfach mal nächstes Jahr. Ja, schon mal nicht schlecht. Die Frage ist halt, ob man Stefan und mich wieder lässt, weil irgendwann wird es wahrscheinlich auch euch langweilig, wenn nur dauernd wir drei zu sehen sind oder wir beide zu sehen sind, der Stefan und ich. Wir sind jederzeit dazu bereit, wenn ihr das wollt. Aber vielleicht kommen auch mal andere Leute dran, die dann andere Fragen beantworten können aus anderen Bereichen. Wir haben aber wirklich noch ganz andere spannende Bereiche bei der DRF-Luftrettung. Absolut, vor allen Dingen, was ich vorhin schon mal angemerkt habe, Thema Fünfblattrotor wird halt im Januar ein größeres Thema. Da werden dann, sage ich mal, die Technikfachfrauen und Fachmänner der DRF-Luftrettung in welcher Form auch immer sich dazu äußern. Und da wird es bestimmt auch möglich, Fragen zu stellen. Hier möchte jemand wissen, ob Stefan noch nach Hause fahren muss. Nee, muss er nicht. Der hat nämlich morgen Dienst, richtig? Ja. Genau. Also der muss gleich ins Bett. Scherz. Genau. Liebe Leute da draußen, ich würde jetzt mal vorschlagen, es ist gleich 20.13 Uhr. Der Marco ist großer Handballfan. Er drückt dem THW Kiel die Daumen gegen den Marco. Barcelona, kann man sagen, ist schon der klare Favorit, ne? Absolut, definitiv. Ich hoffe mal, dass THW Kiel sich gestern durch den tollen Sieg, den sie wirklich neu errungen haben, dann nochmal wirklich ihre Leistung steigern können und sich einmal daran erinnern, was sie gestern erkämpft haben. Und mit diesem bis heute wieder dabei sind und vielleicht gelingt das große, die große Nation und Barcelona ist weg vom Fenster und wir haben THW Kiel als Meister. Ja, schon mega cool. Ja. Absolut. Wenn es nicht schon mein Superverein SCM Magdeburg wird, ja. Aber nächstes Mal wieder. Alles gut. Ja, Matthias meinte, wir könnten noch eine Stunde. Matthias, hast du recht. Also die Themen gehen uns garantiert nicht aus. Aber ne, man soll ja auch gut haushalten. Und wir kommen, erzähle ich euch jetzt beiden, weil ihr seht das ja nicht alles. Das ist wirklich toll, regelmäßig zu lesen und zu hören, dass ihr da draußen ja, den Kolleginnen und Kollegen in Station diesen Respekt gegenüberbringt. Ich kann euch nur sagen, manchmal ärgert mich das als Pressefutze förmlich. Die halten sich alle nicht für Superfrauen und Supermänner, aber das ist wahrscheinlich auch genau das, was sie so sympathisch macht. Aber eins zum Abschluss zeigen wir noch. Was hat nämlich der Stefan gemacht? Der war kürzlich auch in einer großen Tageszeitung. Und gut, die Schlagzeile, die ist halt, sage ich mal, nicht anders zu erwarten, aber der Hintergrund ist ja ein ernster. Stefan, willst du noch mal kurz erzählen, wie es dazu kam? Ja, im Endeffekt ging es darum, dass ich auf Instagram klar Stellung gegen Corona-Leugner bezogen habe und da teilweise sehr persönliche und beleidigende Nachrichten bekommen habe. Da wurde dann eine Reporterin von der besagten Zeitung aufmerksam und hat da dann Interesse angemeldet, dass sie gerne da was dazu schreiben möchte. Und wie waren die Reaktionen darauf? Ja, überwiegend gut. Also es gab, wobei damit war ja zu rechnen, wieder einige Anfeindungen, aber zum größten Teil war da sehr viel Unterstützung mit dabei. Und von daher denke ich, dass der Artikel alles in allem uns sehr geholfen hat, das Verständnis für das Thema Corona noch ein kleines bisschen mehr in den Fokus zu rücken. Erlebt ihr das eigentlich in eurem Arbeitsalltag, dass da Menschen auf euch zukommen und sagen, was soll das? Das ist doch albern, Corona gibt es gar nicht oder ist das die absolute Ausnahme?
Also wie jetzt bei uns auf Station definitiv nicht, wobei man da ja auch sagen muss, wir transportieren ausschließlich schwer erkrankte Corona-Patienten, die sind meistens nicht mehr in der Lage, dass sie sich da dazu äußern können, im privaten Umfeld allerdings schon nicht mehr ganz so häufig, aber häufiger. Das ist bei uns ähnlich. Also es gibt immer wieder die Leute, die das Tragen der Masken als völligen Unsinn empfinden. Ich sag mal, und schützt alles mehr als gar nichts zu machen. Das ist immer mein Motto, was ich dann auch den Leuten sage. Alles ist besser als gar nichts zu machen. Und ich meine, viele in den medizinischen Bereichen oder auch in den Einsatzkräften, ob das nun Polizei ist, ob das Feuerwehr ist, ob das technische Hilfswerk ist, ob da alles da ist, die Masken, die wirklich lange Zeit auch eine Maske tragen müssen. Dass bis jetzt auch keiner gestorben ist, zumindest wüsste ich nicht, dass jemand davon gestorben ist, dass er die Maske getragen hat. Und natürlich gibt es lausen Leute, die sind einfach, die vielleicht Erkrankungen der Atemwege haben, die deswegen eine Maske nicht tragen können oder die auch psychische Erkrankungen haben, denen halt das Tragen der Maske auch nicht möglich ist. Aber ich würde mal sagen, das ist wirklich ein ganz, ganz geringer Anteil der Bevölkerung, diese Symptome haben und tatsächlich keine Maske tragen können. Allen anderen sage ich einfach nur, bitte, bitte tragt eine Maske. Alles ist besser, als nichts zu machen. Ja, ich denke gerade auch als Abschluss, ich hatte ein recht interessantes Gespräch. Wir hatten letztes Jahr, als ich in Berlin gearbeitet habe, hatten wir einen japanischen Professor da, der bei uns hospitiert hat auf dem Hubschrauber. Der fliegt normalerweise in Japan auf dem Rettungshubschrauber und mit dem habe ich noch recht viel Kontakt. Und der hat mir erzählt, dass in Japan, als es hieß, dass Corona ein Thema wird, dann haben die Japaner einfach gesagt, und wir lächeln da ja öfters drüber, die haben einfach gesagt, okay, es gibt halt ein Virus mehr, dann schränken wir unsere Kontakte ein kleines bisschen ein, setzen eine Maske auf, einfach um unsere Mitmenschen zu schützen, weil das da so in der Kultur verankert ist. Und da gab es zumindest meines Wissens nach niemals so große Probleme, was Corona betrifft, wie jetzt bei uns in Europa oder auch Amerika. Und das ist auch was ich jetzt während dieser Pandemie gelernt habe, dass irgendwie dieses Zwischenmenschliche nicht so richtig funktioniert manchmal, dass man mehr sich daran stört, dass man jetzt eine Maske aufsetzen muss, anstatt einfach zu sagen, komm, ich springe über meinen Schatten, setze die paar Minuten oder Stunden am Tag eine Maske auf, einfach um auch meine Mitmenschen zu schützen. Und das ist, glaube ich, was, wo wir alle ein kleines bisschen noch dran arbeiten müssen, dann, wenn die Corona-Zeit vorbei ist. Absolut, ja. Naja, das ist das Interessante, dass ja gerade Länder wie Südkorea, Taiwan, auch Japan, also gerade die asiatischen Länder, mit dieser Situation doch ganz offensichtlich wesentlich besser klarkommen, ne? Wobei die das natürlich, du hast es ja gerade angesprochen, auch in der Vergangenheit schon hatten und es jetzt eben ein neuer Virus ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, im Frühjahr habe ich auch anfangs gedacht, oh Gott, bitte, ich möchte keine Maske aufsetzen. Mittlerweile, auch das wiederhole ich gerne, es geht ja nicht nur um einen persönlich, es geht ja auch um alle anderen, die man eben schützt. Und ist ja keine große Sache. Also ich finde an dieser Stelle auch nochmal einfach ein riesen, riesengroßes Dankeschön. Auch das hast du, Marco, angesprochen, an alle, die helfen, eure Arbeit zu ermöglichen und vor allen Dingen an die Pflegerinnen, Pfleger, Ärztinnen und Ärzte, die gerade auf den Intensivstationen um das Leben unserer Mitbürger kämpfen und was man da teilweise für Szenen jetzt sieht aus dem Harz, aus dem Sauerland und ich glaube Fichtelgebirge. Ich bin jetzt Mitarbeiter der DF Luftrettung, aber ich glaube, das darf ich sagen, ich habe dafür kein Verständnis und hoffe einfach, dass es dann nächstes Jahr für uns alle besser wird. Das hoffe ich auch. War ein schöner Abschluss, oder? Ich auch. Alles klar. Also an alle Zuschauerinnen und Zuschauer da draußen, vielen Dank für eure Zeit. Nochmal ganz großes Danke an Stefan, an Marco. Ihr zwei, wann auch immer ihr im Einsatz seid, alles Gute. Bleibt gesund und munter. Passt auf euch auf. Und alle ihr da draußen, die dabei wart, auch ihr, passt auf euch auf. Bleibt gesund, zuversichtlich und nächstes Jahr kommen wir bestimmt wieder. Vielen Dank für euer Interesse. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Rutsch. Genau. Rutsch.
Ja, bleibt alle gesund, bitte.